Enge Kurven, scharfes Abbremsen, durchdrehende Reifen. Hier auf dem ADAC Speedway-Gelände bei Ellermühle können sich Motorradfahrer abseits vom regulären Straßenverkehr an ihre fahrtechnischen Grenzen herantasten. Doch rein zum Spaß sind die heutigen neuen Biker nicht da. Thomas Keil, Fahrlehrer und ADAC-Motorradtrainer, zeigt den Teilnehmern, worauf beim Fahren auf zwei Rädern unbedingt geachtet werden muss. Es gibt immer wieder kritische Situationen, da wo einige dann mit sagen, welche Möglichkeiten habe ich noch oder probieren und machen und geht unter Umständen vielleicht dann sogar schief. Und da kommen letzten Endes wir ins Spiel. Eigentlich nicht nur im Sinne von einem Notmanöver irgendwas aufzuziehen, sondern eigentlich Dinge, ich sag mal Tipps, Tricks, Kniffe, die das Motorradleben oder das Motorradfahren oder das Hobby, das ja von Haus auf schräg ist, einfach nur schöner gestalten und angenehmer machen. Auch wenn gerade das Wetter nicht so richtig mitspielt, echte Biker lässt das kalt. Es gibt eben kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und mangelnde Kenntnis davon, wie das eigene Gefährt eigentlich bei unterschiedlichen Bedingungen, sei es Aquaplaning, Glätte oder Laub, reagiert. Deswegen werden auf dem ca. 10.000 Quadratmeter großen Gelände den ganzen Tag richtiges Fahrverhalten, insbesondere aber auch Techniken zur Gefahrenvermeidung trainiert. Dabei steht die praktische Schulung neben der theoretischen Wissensvermittlung aber deutlich im Vordergrund. Also wir versuchen eigentlich immer, sagen wir, theoretisches Backgroundwissen oder Hintergrundwissen mit beim Fahren zu verknüpfen oder fahrerisch erlebbar zu machen und schauen, dass wir eigentlich kein Theorietraining gestalten, sondern es ist und bleibt letzten Endes schon ein Fahrsicherheitstraining, wobei das Wort Fahren schon im Vordergrund steht. Nicht nur für Motorradfahrer gibt es so ein Training, auch für Autofahrer und speziell für Fahranfänger werden regelmäßig verschiedene Kurse angeboten. Thomas Keil und seine Kollegen sind somit zum Teil 7 Tage in der Woche sprichwörtlich on the road. Gerade steht beispielsweise Bremstraining mit Vorder- und Hinterreifen auf dem Plan. Wie ist denn die Dosierbarkeit auf der hinteren Bremse alleine? Auch schlecht? Das heißt also, wenn ich wirklich ins Limit rein muss, schlechte Qualität, schlechte Dosierbarkeit, Herschenker wäre aber der falsche Weg. Und was passiert, wenn das Vorderrad blockiert? Es steht. Und damit habe ich sofortige Instabilität im Fahren mit drin. Der Sturz wäre die Folge, wenn ich nicht löse. Und genau die Variante kann man total spielerisch trainieren und üben. Und das machen wir auch. Nach jeder Erklärung wird eine passende, praktische Übung durchgeführt. Von dem Kurs erwarten sich die Biker eine Menge. Ihrer Meinung nach ein Muss für alle Motorradfahrer, sei es Anfänger oder Wiedereinsteiger. Ich fahre jetzt erst seit einem halben Jahr Motorrad. Also ich habe letztes Jahr im August ungefähr, glaube ich, habe ich einen Führerschein gemacht und habe jetzt gewarnt, damit ich vielleicht einfach sicherer auf der Straße unterwegs bin. Also egal bei welchem Wind und Wetter, ist vielleicht halt ganz gut, dass so ringt, dass man es vielleicht einfach ein bisschen lernt. Und damit ich mich einfach so Kurvenlage und alles ein bisschen sicherer fühle. Es wird vielleicht dann noch ein bisschen öffentlicher gemacht werden, weil eigentlich, wenn man so in der Bekanntschaft rumhört, ist relativ wenig hört, dass sowas gemacht wird. Einfach nur Insider, wenn man es halt weitergibt. Aber ich würde sagen, es müsste halt fast für Wiedereinsteiger, so wie für mich jetzt, eine Pflicht sein, dass ich dann wieder aufs Motorrad steige, weil es einfach zu gefährlich ist. Man hat doch viel Kraft unterm Hintern und es ist zu gefährlich, wenn man da keine richtige Einstellung dazu hat. Warum der größte deutsche Automobilclub so etwas verstärkt anbietet? Ganz einfach, um den Straßenverkehr ein wenig sicherer zu machen. Die knapp 115 Euro für das Ganztagesbasistraining auf dem Speedway-Gelände in Ellermühle sind dabei eine durchaus sinnvolle und nachhaltige Investition. Also es gibt im Moment gibt's natürlich auch das Gewinnspiel bzw. die Verlosung bei ISA TV. Man kann bei uns ein Fahrsicherheitstraining gewinnen. Macht's mit, viel Spaß, ich wünsche toi toi toi.